Hallo, ich bin Jani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Zuschauer und Abonnenten, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum neuen Video von mir. Und zwar hat mich heute wieder die Gusterbox erreicht. Die ist heute gar nicht mal so schwer. Man merkt das immer, wie viele Flaschen drin sind oder Tetrapacks, ne? Aber heute geht's. Ich glaube, so viel haben wir hier nicht drin, Tetrapacks, Flaschen, wie auch immer, ne? Heute ist das relativ leicht, ja. Und es ist jetzt die Degusta-Box von dem Monat Dezember, ne? Bekomme ich im Abo für 15,99 €, ne? Und möchtest du auch deine erste Degusta-Box haben, ne? Im Abo und du hast sie noch nicht. Benutze meinen Code, den blende ich dir hier ein, ne? Dann bekommst du nämlich deine erste Degusta-Box für günstiger, ich glaube für 9,99 €, ich weiß es nicht, 8,99 €. Aber meistens gibt es die nicht mehr, dann kriegst du halt die schon vom nächsten Monat, ne? Ich glaube, so ist das. Und durch Bewertung kann ich da nämlich Punkte sammeln. Genau, und wenn ihr über meinen Code, kriege ich auch ein paar Punkte gut geschrieben und dann kann ich mir nämlich eine Degusta-Box nämlich mal kostenlos zusenden lassen, wenn ich so viele Punkte erreicht habe. Hier hat man immer so Markenprodukte drin. Hat man mal was zu knabbern drin, mal ein Brot, so Basic-Produkte, manchmal hat man auch Dose drin. Ja, und Süßigkeiten und Getränke und so, ne? Ich glaube, hat einen Warenwert immer zwischen 15 und 30, ne, wartet mal, na, zwischen 20 und 30 €, sagen wir es mal so. Und hat immer so Produkte enthalten, zwischen 10 und 15 Produkte ungefähr. Motto direkt gibt es bei denen nicht, ne? Und ich mag die Degusta-Box, ich habe die sehr, sehr gern und die habe ich jeden Monat da und wenn mal was dabei ist, was mir nicht gefällt, was ich nicht haben möchte, kriegt es meistens meine Mutti. Aber bis jetzt hat mir bis jetzt alles gefallen. Und ich mache auch immer aufgebraucht von den Degusta-Boxen, ne? Genau, und ja, ich kann dir ja mal ein Video verlinken, wie so ein aufgebraucht aussieht, ne? Ich müsste jetzt langsam mal vom November die abdrehen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt am Wochenende machen. Und noch mal ein paar Fakten zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen dann jetzt einfach mal rein, was wir hier drin haben. Kommt immer so in so einem Klebi daher, ne? In so einem Schutzpapier. Genau, das Butterbrot sage ich jetzt auch schon. Das Papier nutze ich meistens, um kleine Päckchen damit einzuwickeln. Zum Beispiel Verlosungspäckchen, ne? Das macht sich sehr gut, weil es auch sehr stabil ist. Ach ja, hier hat man einen Haufen Flyer wieder drinnen, ne? Und ich packe mal. Oh ja, oh, ich sehe schon. Oh geil. Ja. Seht ihr das? Oh Gott, wie schön. So, und nimmt das nicht so. Ne? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, und Flyer. Dezemberbox, genau. Ne? Hier hat man dann auch so Rezepte und so. Und hier haben wir, manchmal hat man ja so Flyer drin und dann ist immer so ein Hinweis, was so auch schon drin sein könnte, ne? So, dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr vom gesamten Degusta-Box-Team. Oh, ist das toll. Und hier haben wir Familie Meier-Schmidt. Ich habe nämlich den Degusta-Box-Adventskalender und ich mache den jeden Tag auf, ne? Und drehe dann davon immer ein Video. Wenn du das jetzt hier vielleicht noch nicht gesehen hast, entweder wird es der aktuellste Upload sein, ne? Ein Video davon, oder ich verlinke dir mal hier oben. Da öffne ich jeden Tag meinen Adventskalender mit euch. Und oh, das Design finde ich dieses Jahr so schön und das hier auch, ne? Ja, schön. Danke, liebes Degusta-Box-Team. Wir wünschen euch auch ein Weihnachtsfest und ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr, ne? So. Und dann kann man hier wieder die Degusta-Box Cold. Die kann man sogar diesmal auch im Abo holen. Aber ich werde zu mir, ja, pro Box nur für kurze Zeit. Ja, kann man sich im Abo holen. Man kann die sich einzeln holen. Und die Degusta-Box Cold habe ich auch schon on Box. Ich habe die mir noch nicht bestellt. Also, das wollte ich eigentlich auch noch machen. So. Und ja, da hat man so frische Produkte drin, ne? Lass ich dir mal im gesamten Video, kannst du mal gucken, wie so eine Degusta-Box-Kult aussieht.
lasse ich dir mal oben in den Infokarten, blende ich dir das bestimmt mal irgendwo ein. Ne? Ich will jetzt nicht so viele Infokarten auf einen Haufen einblenden, immer so verstreut. So, ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Haben wir hier von Dr. Edgar natürlich Kakaonips. Okay, Kakaonips, 100% Kakaobohnen, schonen geröstet. Und die macht man, wo macht man die mit drauf? Ah, es sind so eine kleine Nips und die kann man sich, wie abgebildet hier, in Muffins reinmachen, Cupcakes oder wie auch immer. Man kann die aber auch in Kekse machen, in Kuchen, Dessert. Mega, also wenn ich Kekse backe, werde ich die auf jeden Fall da mit drauf machen, auf die Kekse, ne? Bin ich sehr gespannt. 50 Gramm haben wir. Wieder was für Honey Cookies. Von Lay's Booklays. Ich liebe die. Leider. Es ist immer nur eine 95 Gramm Tüte. Und ich mag die halt mit Sour Cream. Gab es aber eine Zeit lang, oder mit Paprika Geschmack, gab es auch mal eine Zeit lang mit Sweet Chili. Und hier haben wir Sour Cream and Black Pepper. Oh, mega geil. Oder freue ich mich schon richtig drauf. Bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. Ne? Mal gucken, ob ich sie mir zur Gemüte führe am Wochenende. Aber es sind ja nur 95 Gramm. Oder ob ich die mal unter der Woche mal abend vorm Fernseher vernasche. Das ist wieder so mein Ding. Und endlich mal keine mit Chili. Ne? Sonst hatte ich jetzt immer Chips mit Chili. Und Chili mag ich nicht. Ne? Mega geil. So, ja, das ist genau das Richtige für mich. Dann haben wir hier von Bad Heilbrunner. Oh, ich habe Tee da, Leute. Das ist der pure Wahnsinn. Kräutertee, Orange, Zitronenmelisse. Ach, mega geil. Das ist auch mein Geschmack. Mit Vitamin D und dem Sonnenvitamin. Natürlich amoratischen vor allem Ding. Aromatisiert, meine Fresse. Mit Orangengeschmack. Das liebe ich. Ich habe Tee da. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe Tee da. Meine beste Freundin hat mir einen Adventskalender gebastelt. Da ist aber Schokolade drin und eine andere gute Freundin von mir hat mir einen Tee-Adventskalender gebastelt. Dann habe ich den DM Bio. Dann habe ich noch andere Tees im Backup. Ich habe Tee da. Aber wenn man mal genügend Tees da hat, also die sollte man wirklich innerhalb von einem Jahr aufbrauchen. Wenn man das nicht macht, schmecken die oll. Ne? Also, aber man kann die sicher auch kalt aufbrühen, diese Tees. Habe ich auch schon oft gemacht. Und ich muss sagen, schmeckt genauso gut, ne? Und das mache ich dann auch immer, wenn ich im Winter die Tees nicht alle kriege, tue ich sie mir dann halt zum Frühjahr oder auch im Sommer dann kalt aufbrühen. Und dann kann man das auch super gut kalt trinken in eine Tee, in so eine Kanne rein oder so, ne? Und Fileco Guacamole Sisoin Mix, vegan, ohne Geschmacksverstärker, ohne Palmöl. Hier hat man so ein Zeug, was man sich für einen Dip einrühren kann, ne? Würzmischung für Guacamole. Dazu braucht man Zutaten für 4 bis 6 Portionen, 2 reife Avocados, eine Tomate in Kern, gewürfelt, etwas gehackte Blattpetersilie, ein Beutel Fuego Guacamole Season Mix, ja, haben wir ja hier, ne? Und kann man sich halt so als Dip machen, zu deftigen Speisen von Chili con Carne. Boah, esse ich nicht, ich mag kein Chili con Carne. Aber auch zu Chips, ne, könnte man zum Beispiel die Bouclés hier. Aber Leute, ich mache mir sowas nicht. Mal gucken. Entweder kommen die mal irgendwo, weiß ich noch nicht, wo ich das mache. Ich pack's mal in irgendeine Verlosungskiste mit rein, so als Geschenk und fertig, weil ich mache mir das safe, sowas mache ich nicht. Dann haben wir hier von Cup Noodles Wok Style Soba. Japanese Curry, ready in 3 Minuten. Okay, habe ich mal was? Entweder für die Arbeit, aber wir machen momentan keine Pause auf Arbeit. Wir haben wenig zu tun. Entweder nehme ich mir das mal mit für den Fall der Fälle oder ich mache mir das mal hier zu Hause warm, wenn ich von der Arbeit komme, dass ich mir schnell was mache, ne? Für einfach mal für die schnelle Mahlzeit. Obwohl, ich mag jetzt Curry nicht so, ne? Lässt man halt, wir wissen alle, Wasserkocher macht man, genau, 3 Minuten ziehen lassen, einfach nur mit Wasser und dann fertig, ne? Ja, aber ich denke, ich werde das mal probieren. Ich werde das mal probieren, haben wir, wie viel haben wir denn hier drin? 90 Gramm. Wo Vanillezucker? Oh, mega geil. 3 Packungen sind hier drin, ne? Oh,
ich bin versorgt, ich kann Kekse backen, ich kann Kuchen backen, ich kann, also das ist der pure Wahnsinn. Und ja, ne, der zarte, dufte und leckere Geschmack von Bourbon-Vanille in Kombination mit dem Rohrzucker verfeinern Schlagsahne, Feingebäcke oder Cremefüllung auf besondere Art. Ja, ich würde mir, wenn ich jetzt Plätzchen backe zu Weihnachten, würde ich mir safe, würde ich den Vanillezucker damit reinmachen. So würde ich das machen in den Plätzchenteig. Ne? Und fertig hat man noch zusätzlich so einen Geschmack. Das werde ich auch machen, noch zusätzlich mit anderen Zucker. Ne? Genau. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich will heute, nicht heute gleich, aber Donnerstag Plätzchen backen. Ne? Und nächste Woche auch nochmal für meine Family. Ja, mega. Freue ich mich. Schön. Ja, prima. Von Melitta Bella Crema Selection des Jahres. Kaffeebohnen. Ich habe keine Mühlmaschine da. Das ist natürlich richtig blöd. Ne? Ja, das sind Bohnen. Ah, es ist ein bisschen doof. Ich wüsste auch nicht, wer... Schade. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer in meinem Freundeskreis jetzt eine Mühle hat. Ich weiß das jetzt nicht. Ich weiß von meinem Arbeitskollegen, dass er das hat. Aber ja, schade. Ja, schade. Ideal für die Zubereitung mit einem Kaffeevollautomat. Ja, Mahlgrad Mittel, also Röstgrad ist 3, Säure ist auch 3. Ja gut, ja, weiß ich jetzt noch nicht, was ich jetzt damit mache. Ich meine, so eine Bohnen kann man ja auch zu Dekozwecken nehmen, ne? Schauen wir mal, oder? Es wäre auch ein bisschen schade. Ja. Und hier steht mit feinen Aprikosennoten. Okay, ja, finde ich jetzt schade. Hätten sie so einen gemahlenen Kaffee, hätte ich das mehr gefeiert. Ne? Aber Kaffee packt in Folie, ne, damit das ein bisschen geschützt ist und nicht kaputt geht. Von Oro di Italia Gemüse. Das ist, glaube ich, wie so Art... Tomatensoße. Das sind Tomatensoße mit Gemüse. Ich habe Tomatensoße da. Wir hatten ja erst in der letzten Degusta-Box Mutti-Tomatensoße, so eine große Flasche. Ne? Dann hatte ich Tomatenmark in meinem Degusta-Box-Adventskalender und jetzt habe ich hier einfach mal so eine Tomatensoße mit Gemüse. Und da ist wirklich alles Mögliche drin, ne? Ja, gut. Also ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich das meiner Mutti gebe, ob die haben will. Weil, wie gesagt, ich habe Tomatensauce ohne Ende da. Und ja, obwohl, ich hätte jetzt was im Backup. Ich weiß es noch nicht, ne? Vielleicht gebe ich es meiner Mutti mit. Kann die sich damit amüsieren, weil ich, wie gesagt, ich habe genug Tomatensauce und wir sind ja alles da. Aber mega, ne? Das feiere ich total, ja. Kann man ja auch, man muss es ja nicht immer zu Nudeln essen. Man kann es ja auch zu anderen Sachen essen. Ja, ja, oh, jetzt gibt es Saufi, Saufi. Ja, haben wir von Die Limo, von Granini, eine große Flasche, ne? Ultra leicht, orange, natürlich erfrischend, ohne Süßungsmittel. Ja, und so gibt es sogar Pfand drauf. Mega, die bleibt bei mir. Also auf jeden Fall werde ich die mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, natürlich erfrischend ultra. Ich denke mal, doch, ist glaube ich mit Kohlensäure versetzt, ne? Ja. So. Einfach mal so eine Orangenlimonade. Soll nur 9 Kilokalorien auf 100 Milliliter haben. Ja, steht ja auch oben ohne Süßungsmittel. Und das ist eine 1-Liter-Flasche, ja? Ach, noch nicht. Ach Gott, was haben sie denn hier alles reingepackt? Du heiliger Bimmer. Oh. Orangenextrakt in Öl. Anwendung zum Verfeinern von Kuchen, Dessert und Getränken. Du ahnst es nicht. Also, du bist hier vollends versorgt mit Zutaten für Kekse. Also, du kannst dir die Dr. Eckdanips drin machen. Vanillezucker.
Und als Aroma kann man sich halt das mit reingeben, ne? Ja, mega. Also, was soll ich dazu sagen, ne? Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Genau. Orangenextrakt in Öl. Ja. Ist sogar eine Plast. Ist das eine Plasteflasche? So eine Plasteflasche. Ist ja niedlich, so eine kleine Plaste. Nee, okay. Geil. Was? Balsamessig aus Modena. Also hier haben wir ein Balsamico-Essig. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Und, ne? Macht man sich halt mit in Salat rein. Ne? Ich denke, so ist das gedacht. Von Salatdressings und Antipasti. Ja, und hier haben wir 0,25 Liter. Geil. Ne? Also das mache ich safe mit in meinen Salat. Und ja, genau. Bin ich gespannt, wie das schmeckt. Aber ich hatte sowas schon mal gehabt und das schmeckt ganz gut. Das hat halt so einen sauren Geschmack. Ne? So ein bisschen. So, zwei Sachen haben wir hier noch. Ich habe Marmelade da aus dem Degusta-Box Adventskalender und von der Degusta-Box davor. Und jetzt haben wir schon wieder von Marmeltube. Oh, geil. Das sind diese Tuben, 210 Gramm Erdbeer und Rhabarber. Oh, ich liebe das. Also ich brauche keine Marmeladen kaufen. Ich mag ja eigentlich auch die selbstgemachte Marmelade von meiner Mutti. Aber Mutti braucht mir jetzt erstmal keine geben. Ich habe Marmelade da ohne Ende. Die werde ich jetzt erstmal alle machen, ne? Weil ja, und diese Dinger hier in den Tuben, oh, das ist so toll, ne? Ich finde die bloß ein bisschen, ja, kann man, das sieht cool aus, wenn du die dann so auf den Tisch stellst oder so, wenn ein Besuch da ist. Aber irgendwann bleiben sie auch nicht stehen. Je mehr du rausmachst, desto finde ich das so ein bisschen unkompakt, so finde ich schon, ne? Da ist so ein, finde ich so ein Glas besser wie so eine Tube, aber es ist mal was anderes. So, stelle ich mal hier hin. Hier hinten steht sie besser wie auf. Wir sind fertig gleich. Hier haben wir, ich habe Senf da. Wie gesagt, den Degusta-Box Adventskalender. Und die Degusta-Box ist man versorgt von Löwensenf. Koriander plus Senf mittelscharf. Ach, wie geil. Also Senf brauche ich mir erstmal auch nicht kaufen und der ist mit Koriander, ne? Geil. Ach so, das ist mehr so, soll man zum Grillen nehmen. Ne? Hier steht mittelscharfer Löwensenf, trifft auf trendigen Koriander und bringt den Geschmack Asiens auf den Grillteller. Ja, gut. Ich würde den jetzt aber vielleicht auch mal so probieren zu einer Wurst oder so. Ne? Also, wenn ich oder wenn ich mal Fleisch da habe oder keine Ahnung, würde ich den wirklich mal probieren. Ich hole mir auch manchmal, habe ich mir schon gemacht, Grillfleisch, was ich mir in der Pfanne mache. Ne? Und das schmeckt genauso lecker wie auf dem Grill. Und dann werde ich das mal mit dazu nehmen. Mega geil. Ich lege das mal hier oben hin. Bis auf dieses Fuego da, was man sich selber einrühren muss, das werde ich niemals machen. Aber ich werde alles verwenden. Ne? Also, und die Kaffeebohnen. Und die Gemüse, das Gemüsezeug, das weiß ich jetzt wirklich noch nicht, ob ich das mal meiner Mutti mitgebe. Ja, was ich mit dem Boden mache. Ich frage meinen Arbeitskollegen, vielleicht nimmt der mir ab. Die Box ist leer. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich wollte eigentlich nicht schneiden. Was ist denn hier noch drin? Ach, gucke mal an. Hier ist sogar noch ein Gutschein mit drin. Von Outfittery, habe ich gerade gesehen. Ja, brauche ich auch nicht, ne? So, ich bin auch mit Sachen versorgt. So, du kannst jetzt ausmachen, wenn du die Schnauze voll von mir hast. Oder du guckst dir noch weiter mit an. Wir wollen bloß mal schnell gucken. Ach, guck mal. Man kann das Zeug auch nehmen für eine Gnocchi-Pfanne. Gnocchis habe ich sogar noch da am Tiefkühler. Aber wenn ich sehe, was Zutaten werde ich niemals machen. Nee, ich mache mir das in Salat rein. So. Naja. So. Weil ich lese jetzt die Preise vor und wir haben auch entweder oder Produkte. Ne? Bad Heilbrunner, der Tee, würde 1,69 € kosten. Und es gibt verschiedene Sorten. Ne? Es hätte noch andere Sorten gegeben. Kräuter, Früchte, Tee oder nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Orange habe ich, Zitrone hätte es noch gegeben, Apfel und Granberry. Oh, den hätte ich auch gehabt, Granberry. Ich liebe Granberry. Ich mag Granberry-Saft, ich mag Granberries, mega geil. Also, den hätte ich auch gerne. Aber ich bin mit Orange vollkommen zufrieden. Von Fuego das Zeug hier hinten, ja, zum Einrühren. 1,29 € und das ist ein Entweder-oder-Produkt.
Andere hätten was, glaube ich, das sieht aus wie mit Chili oder so. Ja, irgendwas anderes. Ich denke, ja, das ist, glaube ich, das wäre denn scharfes, aber ich würde Safe Bait nicht nehmen, ne? Würde, habe ich schon gesagt, 1,29 € kosten? Ja. Denn Marmitube 2,49 €. Und auch, wir haben ja ganz viele Entweder-Oder-Produkte. Entweder-Oder-Produkt. Ich bin froh, dass ich Erdbeer-Rhabarber habe. Aprikose, bloß gut habe ich nicht, weil die andere Marmelade, die ich letzte Monat in der Box hatte, ist mit Aprikosengeschmack. Ich mag halt klassische Erdbeer. Habe ich ja. Und dennoch mit Rhabarber, mega lecker. Dann wäre noch bloß Erdbeer. Nee, Erdbeer noch mit irgendwas und bloß Erdbeer. Gut. Dann Vanillezucker. Na, das ist jetzt hier hinten versteckt. Der Vanillezucker hier unten 1,59 €. Denn dieser Kaffee zum Mahlen, die Box enthält eine Probierpackung. Okay, also das ist eine Probierpackung. Würde 3,75 € kosten und die Originalgröße, die 1000 Gramm Packung, würde 14,99 € kosten. Naja, okay, ne? Die Limo von Granini, 1,49 € ist Produkt des Monats. Oro di Italia, das die Soße hier, ne? Kostet 2,19 €. Von Dr. Edgar, diese Kakaonips, die da hinten stehen, 1,99 €. Ja, okay. Bouclés kosten 1,59 €. Ja, die sind recht teuer, ne? Genau, das sind die Chips hier. Dieses Balsamico-Essig würde 1,99 € kosten. Ja, aber es ist auch in Ordnung, ne? Ja. Löwensenf, ne, die Tube kostet 1,29 € und es ist auch ein Entweder-Produkt. Ich habe mit Koriander, wäre aber auch das andere mit Kurkuma, ne? Ja. Das Nissin Cup Noodles, also die Noodles hier zum, wo du nur Wasser reinmachst. 1,69 €. Und von Dr. Edgar dieses kleine Fläschchen hier, ne, dieser Extrakt, 1,79 €. Ja, ihr Lieben, das war die Degusta-Box vom Dezember. Ne? Wie gesagt, ich finde die top. Ist eine schöne Box. Also hier hat man wirklich, und das ist das, was ich meine, hier hat man mal Sachen drin zum Probieren. Ich würde mir niemals Senf mit Koriander kaufen. Niemals im Leben. Ne? Da würde ich dran vorbeigehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich mir so nie kaufen würde. Und das hast du jetzt mal hier mit in der Box drin, um es zu probieren. Ne? Ja, gut, Kaffeebohnen, doof jetzt. Aber wie gesagt, ne, das würde ich niemals so. Die Marmitube würde ich mir so auch nicht kaufen. Den Tee von Bad Heilbronn auch nicht. Ne? Die Chips habe ich mir manchmal schon auch selber gekauft. Wie gesagt, ich finde die Box toll. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Hat dir dieses Video gefallen? Darfst du mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen? Hier zum Schluss blende ich dir ein meine Playlist von den Degusta-Boxen, die ich bis jetzt unboxed habe und die aufgebraucht dazu. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren, da würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und irgendeinen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, euer Hani.